Gelenkschmerzen mindern nicht nur die Lebensqualität, sondern sind in den meisten Fällen äußerst schmerzhaft. Gründe bzw. Ursachen mag es zu Genüge geben. Nicht selten aber sind die Auslöser in der Gestaltung des Alltags zu finden. Die Bewegung an sich wird beispielsweise durch den Beruf oder durch die Kommodität stark eingeschränkt. Zu Fuß zu gehen ist für viele ein No-Go. Mehr als 8 Stunden hinter dem Schreibtisch zu sitzen, ist heutzutage für viele Berufstätige ein Muss. Im Laufe der Jahre wird dadurch der Bewegungsapparat oftmals nur einseitig belastet. Die Folge sind gestresste Gelenke. Mit der Zeit verkümmern ungenutzte Muskelgruppen, dies führt zur Schwächung des gesamten Bewegungsapparates. So kommt es bei vielen Menschen zu einer ungesunden Haltung des Körpers mit Gelenkproblemen und Muskelverspannungen. Gift für die Gelenke ist darüber hinaus ständige Überbelastung wie gleichförmige, einseitige und schwere körperliche Arbeit sowie Fettleibigkeit und Übergewicht. Wenn du unter Gelenkschmerzen leidest, solltest du darüber hinaus unbedingt auf deine Ernährung achten und spezielle Lebensmittel reduzieren. Ein paar davon stellen wir dir in unserem heutigen Video vor. Milchprodukte. Leiden Menschen unter Gelenkschmerzen, dann sind laktosehaltige Produkte wie Milch nicht die besten Lebensmittel. Zumindest sollten derartige Produkte nur in geringen Mengen konsumiert werden. Der Grund dafür lässt sich auf das Casein zurückführen. Dieses Protein kann Schmerzen und Infektionen in den betroffenen Gelenkbereichen begünstigen, aber auch die gesättigten Fettsäuren in Käse, Butter und anderen Milchprodukten. Die Schmerzen und Infektionen können dazu führen, dass das Gewebe nahe der Gelenke stark gereizt wird. Pasteurisierte Milch sollte vermieden werden. Alternativen zu Milchprodukten sind Mandelmilch, Hafermilch oder Haselnussmilch und anstelle von Butter kann Tofu verwendet werden. Rotes Fleisch. Purine sind im roten Fleisch enthalten. Vom Körper werden diese zur Harnsäure abgebaut. Zu den Gelenkbeschwerden kommt es dann, wenn sich in den Gelenken mit der Zeit Harnsäurekristalle ablagern. Dies geschieht, sobald im Blut die Harnsäure drastisch zunimmt. Bei rotem und verarbeitetem Fleisch wie Wurstwaren ist der Gehalt an Purinen und Nitraten hoch und diese verursachen Schmerzen und Entzündungen im Körper. Bei Gelenkschmerzen ist es daher ratsam, die stark erhitzten Fleischprodukte und Wurst durch frisches Gemüse und Obst zu ersetzen. Denn Obst und Gemüse liefern die notwendigen Antioxidantien, die den Körper vor den Angriffen der freien Radikale schützen und dadurch entzündungshemmend wirken. Eier. Die Arachidonsäure ist im Eigelb enthalten und diese kann ebenfalls Entzündungen im Körper auslösen. Zudem sind im Ei noch gesättigte Fette enthalten. Aus diesem Grund ist es besser, man lässt das Eigelb weg und isst mehr vom Eiweiß. Für den Organismus selbst sind Eier sehr gesund. Sie sind für den Körper eine wichtige Proteinquelle. Bei Menschen mit Gelenkschmerzen jedoch sind die gesättigten Fettsäuren und die Arachidonsäure im Eigelb nicht vorteilhaft, da vor allem die Arachidonsäure eine Entzündungsreaktion bewirken kann. Zucker. Haushaltszucker wirkt sich auf den Körper nicht gerade positiv aus, denn der künstliche Zucker macht den Menschen müde und schlapp. Zu viel Zuckergenuss macht den ganzen Körper träge und im Laufe der Zeit wird der Mensch dicker und dicker. Gelenkschmerzen sind die Folge, da die Gelenke durch das Übergewicht extrem belastet werden. Zudem übersäuert der Zucker den menschlichen Körper. Gegen den Zucker in Gemüsen und Früchten ist hingegen wenig bis gar nichts einzuwenden. Im Falle von Gelenkschmerzen ist Industriezucker aber absolut schädlich, weil die Gelenke mit der Zeit geschädigt werden. Es ist besser für die Gelenke, wenn Betroffene auf kohlensäurehaltige und zuckerhaltige Getränke verzichten. Alternativen zu solchen Billiggetränken wären Wasser, Kräutertee oder frische Fruchtsäfte. Zu viel Zucker im Körper kann unweigerlich zu Entzündungen führen. Durch den Zucker im Körper kommt es zur Freisetzung von Zytokinen und diese verstärken die Entzündungsreaktion und den Schmerz. Raffiniertes Getreide und Mehl. Bei Gelenkschmerzen sollten raffiniertes Getreide und Mehl gemieden werden.
Vor allem bei Arthritis-Patienten können diese Mehlsorten Schwellungen in den betroffenen Gelenkpartien auslösen und führen daher nicht selten zu einer Verschlechterung der Symptome. Weißbrot und Nudeln sowie weißer Reis können durch Vollkornprodukte bzw. Kokosmehl und Nüsse ersetzt werden. Durch weißen Reis, Nudeln und Weißbrot können chronische Gelenkentzündungen ausgelöst werden. Deshalb ist es ratsam, derartige Lebensmittel nicht täglich zu verzehren, sondern mehr darauf zu achten, Vollkornprodukte auf den Tisch zu bringen. Mais und Maisöl. Vor allem Menschen, die an rheumatischer Arthritis leiden, sollten auf Maisprodukte verzichten. Denn Mais verstärkt die Entzündungen, da es Omega-6-Fettsäuren enthält. Mais ist in vielen Lebensmitteln verarbeitet. Für den Körper sind die Omega-6-Fettsäuren sehr wichtig. Doch ein Übermaß davon kann schnell dazu führen, dass entzündliche Prozesse verstärkt werden. Omega-6-Fettsäuren sorgen auch dafür, dass entzündungsfördernde Chemikalien im Körper produziert werden. Bei Gelenkschmerzen ist es besser, auf Omega-3-Fettsäuren umzusteigen. Diese sind etwa in Kürbiskernen, Nüssen, Olivenöl und Leinsamen enthalten. Die Omega-3-Fettsäuren sind für Menschen, die ihnen Gelenkschmerzen zu schaffen machen, günstig, da sie entzündungshemmend wirken. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen!